Meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute ein Nägel-Tutorial zeigen. Und zwar, wie ihr seht, habe ich schon eine coole Farbe auf den Nägeln. Ihr habt bestimmt mein letztes Video gesehen und habt ihr auch gesehen, was ihr gewinnen könnt. Und ich dachte mir, ich habe mir die Nail-Stickers ja auch besorgt und würde mir die jetzt halt gerne drauf machen. Und ich dachte mir, hey, warum lasse ich die Süßen da draußen nicht einfach da mit zuschauen? Und erzähle euch kurz eine kleine Geschichte zu dieser Farbe, die ich auf den Nägeln habe. Das ist einer meiner Lieblingsfarben. Kommen wir schon zu dem Thema. Ihr könnt euch auf jeden Fall eine Farbe eurer Wahl aussuchen. Das, was euch am liebsten gefällt. Was Weißes, Rotes, Lila, völlig egal. Ihr könnt euch da echt austoben und frei, euren Gedanken freien Lauf lassen. Ich habe mich für diesen Matt Nagellack entschieden von Essence. Das ist ein Soft Matt Essence The Gel Nail Polish. Und zwar ist das der hier. Ich weiß jetzt leider nicht, was das für eine Farbe genau ist. Aber mir persönlich gefällt diese Farbe sehr, 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 sehr schön. Sehr gut. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so matt ist der gar nicht, wie ich mir das erhofft habe. Er wird mit der Zeit wird er irgendwie ein bisschen glänzend und schimmernd, wie ihr sehen könnt. Und also es ist nicht ganz so matt, wie ich es mir erhofft habe. Aber das macht überhaupt gar nichts, weil diese Farbe, die ist der Oberhammer. Ich finde die so schön. Mir gefällt die super. Meinem Freund gefällt die. Ich finde die super. Das ist eine ganz tolle Farbe. Also, ihr braucht eine Farbe nach eurer Wahl. Dann braucht ihr einen Klarlack, um nachher den Aufkleber gut auf dem Nagel versiegeln zu können, damit der nicht abgeht, wenn ihr irgendwo hängen bleibt oder so. Ihr kennt das ja alle, dass oben die Fläche, also dass alles eben ist und nichts absteht irgendwo in der Ecke oder so. Auf jeden Fall ein Klarlack zum Versiegeln. Dann benötigt ihr eine kleine Pinzette. Damit kriegt ihr die Aufkleber nämlich ganz toll ab und könnt die präzise auf den Nagel auftragen. Und die ganz tollen Stickers. Wenn ihr jetzt die bald noch nicht gewonnen habt, müsst ihr einfach losgehen und euch andere besorgen. Es gibt so viele schöne Sticker. Also ich wusste gar nicht, was ich holen sollte, wirklich. Also für mich war es dann entscheidend, das eine süße Einhorn hier. Das werde ich mir auf jeden Fall aufheben. Ja, und die Sticker. Dann würde ich sagen, fangen wir auch schon an, oder? Los geht's! Also, wie ihr seht, habe ich hier die Sticker jetzt liegen. Die packe ich jetzt mal aus. Und dann werde ich mich mal für eins entscheiden. Das wird mir jetzt allerdings etwas schwer fallen, glaube ich. Wir sind also hier so auf der Rückseite hier festgemacht. Dann müsst ihr dann gucken, dass ihr das da rausholt. Also so sehen die dann nochmal aus. Ich zeige es euch nochmal. Kamera stellt scharf, perfekt. Und ja, ich glaube, ich werde mich hier für diesen kleinen Cupcake entscheiden. Und vielleicht für dieses Eis und den Regenbogen. Ich werde mal jetzt mit dem Ringfinger anfangen, und zwar mit dem hier. Und da werde ich, glaube ich, den Cupcake drauf machen. Den machen wir jetzt mal ab. Und zwar gehe ich dafür leicht, ich biege das hier leicht. Dann seht ihr schon, wie sich das hier so löst. Dann gehe ich da mit der Pinzette dran und zack, habe ich das süße Ding hier auf der Pinzette. Könnt ihr es sehen? Das stellt nicht scharf. Es stellt nicht scharf. Egal, Leute, ich klebe es jetzt einfach mal drauf, okay? Und los geht's. Wir gucken, dass ihr das ein bisschen zurechtschiebt. Und dann einfach mit dem Finger drüber gehen und dran kleben. Festdrücken. Tada! Da haben wir einen kleinen süßen Cupcake. Da werde ich noch was beimachen. Und zwar werde ich... Was benutze ich denn? Ich weiß es nicht. Ich benutze... Obwohl, wir lassen das erstmal so. Wir lassen das erstmal so und dann legen wir mit dem zweiten Finger los. Und zwar dem Mittelfinger. Und da werde ich diese Herzchen nehmen. Könnt ihr sie sehen? Da. Auf geht's. Abmachen vorsichtig. Einmal biegen ein bisschen wieder.
auch schon. Ihr habt mir jetzt zugeschaut, wie ich die Aufkleber schon drauf gemacht habe. Ich habe jetzt für jeden Nagel nur einen benutzt. Wie ihr seht, ich benutze auch hin und wieder gerne mal zwei. Dafür habe ich jetzt allerdings zu spät bemerkt, dass ich die Aufkleber schon relativ mittig aufgeklebt habe. Was dann, naja, man kann halt ein bisschen systematisch vorgehen, dass man halt mehr Platz hat und zwei Sticker draufkleben kann. Und ja, ich habe meinen Nagel, habe ich, ach, mein Nagel, meinen Daumen habe ich jetzt nicht gemacht. Der ist ja auch relativ lang, da werde ich auf jeden Fall zwei benötigen. Und ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr das gerne mal ausprobieren. Ihr könnt mir auch gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie die Stickers dann bei euch so halten. Ob das nach 2 Tagen schon wieder alles total hässlich aussieht und abgegangen ist und völlig der Humbug ist, einfach nur totale Zeitverschwendung. Oder ob sie halt auch echt wirklich sehr gut halten und ob ihr da auch echt gute Erfahrungen mit habt. Ich werde da jetzt gleich nochmal eine zweite Schicht Klarlack drüber machen, weil ich merke, da sind ein, zwei Kanten, da muss man nochmal drüber gehen, weil sonst bleibe ich da hängen. Wenn ich mir die Haare zusammen mache oder so, dann so ganz dünne Härchen, die gehen dann da drunter und dann geht das ab und das ist total ärgerlich, ne? Ja, auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dem Ganzen eine positive Bewertung da lasst. Und falls du mich noch nicht abonniert hast, kannst du das gerne tun, natürlich kostenfrei. Und bei meinem letzten Video, was ich euch hier oben jetzt gleich einblenden werde, da könnt ihr gerne auch nochmal reinschauen und fleißig kommentieren, weil ihr könnt schließlich was gewinnen, Leute. Coole Stickers und einen coolen Lipgloss. Ja, also ihr müsst fleißig kommentieren, vergesst das nicht, schaut euch das Video gerne an. Hashtag Dinas Welt. Das Gewinnspiel geht bis zum 10. Februar. Und fleißig kommentieren und fleißig liken. Und dann bin ich ganz, ganz happy und ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche euch noch ein angenehmes Wochenende und ich hab euch lieb. Bis bald!